Wenn ich jetzt schon wieder in den Chat gucke, könnte ich Chaos schon wieder eine klatschen. Guten Abend, liebe Freunde, liebe Verrückte, mal wieder zu einem neuen Stream von Pokémon Leuchtende Perle. Auch guten Abend an den guten Rhodey. So, und gleich mal, ihr kennt das Spiel, gleich zu Beginn. Rhodey, Chaos, Feedback, Ton, okay? Ich zu laut, ich zu leise, Spiel zu leise oder alles okay oder wie oder was? Irgendwelches Rauschen, Brumm? Feedback bitte. Abgesehen von Chaos' durchgeknallten Verstand scheint alles okay zu sein. Wunderbar. Ich vertraue dir da mal. So, wir sind hier in Fleetburg. Da haben wir uns den Arena-Orden dort schon geschnappt beim letzten Mal. So, gucken wir gerade mal hier. Ah, ja. Da sind sie, unsere Orden. Die oberen schon ein bisschen schmutzig. Aber nur ein bisschen, ja. Egal, wir haben sie. Gut, wir müssen jetzt zur Bibliothek von Fleetburg. Ich guck grad mal das Pokémon-Team. Ja, wir müssen unser Ei dann noch ausbrüten. Mal sehen. Das wird dann im Laufe unseres Abenteuers dann dementsprechend schlüpfen. So, was gibst du, Dui? Guten Tag, das ist die Bibliothek von Fleetburg. Sei aber bitte leise, damit du die anderen lesen, damit du die anderen Leser nicht störst. Okay! Na, Duduli, bei den Büchern in der zweiten Etage handelt es sich eher um einfache Kost, okay? Die Bücher hier sind dafür derart kompliziert geschrieben, dass ich nur Bahnhof verstehe. Hey Kevin, hier geht's lang. Ach, Duduli, ey. Kaum die Aufnahme angefangen, ey, schon muss ich ihn wieder ertragen. Ton klingt recht In-Game-Sound, was? Ton klingt recht gut. In-Game-Sound gegebenenfalls minimal lauter, aber ansonsten passt es. Oha, da habe ich ja beim letzten Mal einiges verpasst. Ja. Na, alles gut, OP. Ich habe Kevin hergebracht, wie versprochen. Soll der In-Game-Sound wirklich ein bisschen lauter sein? Und nun bin ich auch schon wieder weg. Oh, bitte. Nein, lass ihn doch gehen. Eibe, lass ihn doch gehen. Mach den... Ach, verdammt, ey. Na, okay, ich verstehe schon. Na gut, endlich sind alle hier. Dann schenkt mir mal bitte eure volle Aufmerksamkeit. Womöglich habt ihr es längst wieder vergessen, aber wie ich euch gegenüber erwähnt hatte, erforsche ich die Entwicklung von Pokémon. Doch je länger ich forsche, desto mehr Fragen und Rätsel kommen auf. Wo zum Beispiel ist die Mega-Entwicklung hin? Und was ist mit Giga Dynamax? Braucht doch, glaube ich, sowieso keiner. Ist doch sowieso ein Abklatsch von Mega-Entwicklung. Pokémon, die sich entwickeln und solche, die es nicht tun. Was unterscheidet sie voneinander? Entwickeln sich jene, die als Lebewesen nicht ausgereift sind, zu ihrer vollständigen Form? Und was ist dann mit den legendären Pokémon, die sich bekanntlich nicht entwickeln? Also, Albe, ich glaube, du hast ein paar Generationen verpasst, oder? Müssen wir annehmen, dass diese Pokémon quasi vollkommen sind? Genau hier kommt ihr ins Spiel. Ist ja auch ein Spiel. Ich hätte damit nämlich eine Bitte an euch. An jedem der drei Seen von Sinnoh soll jeweils ein sagenumwobenes Pokémon leben. Wenn wir Daten zu diesen Pokémon sammeln könnten, würde uns das vielleicht Aufschluss über den Prozess der Entwicklung geben. Doch bei diesem Unterfragen bin ich auf die Hilfe von jedem einzelnen von euch angewiesen. Bitte helft mir, die sagenumwobene Pokémon zu finden. Hey, Moment mal, wieso habe ich denn gar keinen Pokédex? Ja, weil du ein Lappen bist. Na, wer ist denn bitte schön aus dem Labor gerannt, als wäre eine Herde Tauros hinter ihm her, bevor ich ihm einen Pokédex geben konnte? Aber das ist längst Schnee von gestern. Um ein guter Trainer zu werden, ist es mindestens genauso wichtig, Pokémon mit seinen eigenen Augen zu sehen. Sie können auf mich zählen. Falsche Person. Sie können auf mich zählen, Professor. Auf diese anderen beiden Lappen natürlich nicht. Das wird mir bestimmt auf der Vervollständigung des Pokédex helfen. Du bist doch auch mit von der Partie, Kevin, oder? Nein, war mir auch klar. Dass ihr mir helfen würdet, stand eigentlich auch gar nicht zur Debatte. Aber egal. Da es drei Seen gibt und ihr praktischerweise zu dritt seid, solltet ihr euch aufteilen, damit sich jeder einen See vornehmen kann. Lucia, du begibst dich bitte zum See der Wahrheit. Wird gemacht.
Davis, ich möchte, dass du zum See der Stärke gehst. Das führt dich fast bis nach Blizzard. Da der Weg dorthin kein Spaziergang ist, kann ich nur einen starken Trainer damit beauftragen. Schwenker nach links. Schwenker nach links. Ja, super, Opi, du nennst die Dinge beim Namen. Du weißt eben, dass ich der Beste bin. Und so bleibt für Kevin nur noch der See der Kühnheit, ne? Wenn ich mich nicht irre, liegt er zwischen Schleide und Weideburg. Ist es vorbei? Ja. Stream ist vorbei, Leute, ihr könnt gehen. Chaos, da liegt Albe falsch. Ich kenne eins, das sich entwickelt. Cosmog. Ja, ich kenne noch eins. Event Prügel Teddybär aus Schwert und Schild. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig geschrieben. Cosmog. Ja, müsste eigentlich so geschrieben sein. Seid ihr unverletzt? Lasst uns nach draußen gehen, aber seid ja vorsichtig. Wer weiß, in welchem Zustand sich die Stadt befindet. Naja. Na, beeil dich, Kevin. Doch bitte sei vorsichtig. Es könnte immer noch Nachbeben geben. Ich geb dir gleich Nachbeben. Ja, was hat denn da so gerumst? Dieses Beben gerade, das hatte keine natürliche Ursache. Und woher weißt du das? Hey, hört alle mal her, etwas Schreckliches ist passiert. Am See der Kühnheit soll es zu einer gewaltigen Explosion gekommen sein. Kavum! So in etwa. Das ist ja interessant. Na, Opi, ich mache mich jetzt auf den Weg zum See der Stärke. Ich habe da nämlich irgendwie ein ungutes Gefühl. Mensch, dieser Davis. Dass er auch immer so hibbelig sein muss. Doch zurück zum Thema, Kevin. Ich mache mir Sorgen wegen des Vorfalls am See der Kühnheit. Aber leider habe ich keine Ahnung, was dort genau vor sich geht. Daher musst du es für mich herausfinden. Doch unternimm bitte nichts, was dir gefährlich werden könnte, hörst du? Alter, ich leg mich hier mit Verbrecherbanden an. Ich kämpfe hier gegen irgendwelche Monster, die 10-mal größer sind als ich. Wir werden dazu stoßen, sobald wir am See der Wahrheit nach dem Rechten gesehen haben. Oder nach dem Linken. Du wirst das ja sicher packen, Kevin, nicht wahr? Auch wenn ich so meine Zweifel habe. Alle Zweifel sind an mir. So, also wir müssen mal wieder zurück zum See. Karte. Nein, nicht Pokédex. Karte. Hier habe ich die Karte. So. Alter, die Explosion hat man echt bis hier hingehört? Bis zum. Ich meine, guck mal, wir sind hier im Westen von Sinnoh. Und der See, wo die Explosion war, liegt einfach mal ganz auf der anderen Seite, im Osten. Vor allem ist noch hier der Kraterberg hier so dazwischen, der sich einfach mal quer durch die ganze Sinnoh-Region hier zieht. Das soll man echt gehört haben? Ja, naja. Ich weiß es nicht, ich lebe nicht in Sinnoh. Schwenker nach links, Schwenker nach links, Rivale dreht sich nach links. Ja, kannst du mal sehen, ne? Kannst du mal sehen, wie sieht es mit meinem Pokémon eigentlich aus, gesundheitstechnisch. Okay. Chaos und Rhodey, wie geht's euch beiden denn so? Sag doch mal. So, jetzt müssen wir sie erstmal wieder... Fuck, ich habe gegen den Typen noch nicht gekämpft. Sieg oder Niederlage, wer weiß schon, wie es ausgehen wird. Das wird kein Freundschaftsspiel. Hey, Junge, da ist irgendeine Explosion da am See. Ich habe keine Zeit. Rollenspieler Fedor. Rollenspieler? Das sieht mir eher noch ein Glücksspieler aus. Das haben die bestimmt abgewandelt. Weil Glücksspiel ist ja böse, liebe Kinder. Rhodey, mir geht's relativ gut. Deutlich besser als gestern. Na, das ist doch wunderbar. Dich ist doch Wunderbärchen. Schon traurig, wenn der Typ hier mit Level 23er Pokémon kommt, während meins auf Level 44 ist.
Ich muss aber sagen, mir geht's heute auch besser. Gestern ging es mir ein bisschen... Naja, deswegen gab es auch gestern keinen Stream. Aber heute geht's wieder einigermaßen. Gestern ist mir außerdem noch aufgefallen, dass ich mir ein neues Programm holen muss. Einen neuen Audio-Konverter, weil den, der ich habe, der funktioniert nicht mehr. Kann ich wieder Geld ausgeben. Und nein, ich bin nicht so ein Fan von irgendwelchen Internet-Auto-Konvertern, die angeblich frei sein sollen, weil ich weiß nicht, ich bin da sehr misstrauisch diesen Dingern gegenüber. Ich bin ehrlich gesagt allem gegenüber misstrauisch, was im Internet umsonst ist. Also an Programm, wohlgemerkt. Haben wir echt diesen ganzen Trainer übersehen? Also, beziehungsweise ignoriert? Anscheinend, ne? Da kommt das Item da oben, will ich noch haben. Eine Großwurzel, ui. Schick, schick. So, da müssen wir eigentlich gleich da sein. Ja, da ist es doch schon. Sehe der Kühnheit. Holy shit! Alter, da hinten qualmt's noch. Es qualmt da hinten noch. Sag mal, was machen die Idioten für einen Wahnsinn? Dort in der Nähe gibt es nur ein winziges Kraft namens Zweiblattdorf. L. Keiner wird sich uns also entgegenstellen. Ich stelle mich hier. Ich stelle mich hier dir gerade entgegen. Jetzt dreh dich auch noch weg. Ja, genau, jetzt. Oh nein, der Carpador. Ein Carpador zappelt kraftlos am Boden. Oh nein. Alter, die haben einfach den ganzen See in die Luft gejagt. Holy shit. Möchtest du dich Carpador anschließen und hilflos am Matsch, im Matsch zappeln? Alter, ich schnapp mir gleich deinen Kopf und ramm dein Gesicht in den Matsch. Rody, naja, du hättest ja auch schon deutlich früher gegen den Typ kämpfen können. Da ist Level 23 noch halbwegs nachvollziehbar. Aber die haben auch richtige Lappen-Pokémon. Aber hey, es sind die Rüpel. Von denen kann man nicht viel erwarten. Bin gespannt, wann Staraptor Sturzflug lernt. Richtig schöne Zerstörerattacke. Alter, nach so einer Bemerkung dieser Galaktik-Göre. Und ich hätte ähnlich geantwortet wie du, alles klar. Was ich mich frage, wo ist das ganze Wasser abgeblieben? Das kann nicht alles bei der Explosion verdampft worden sein. Und die Umgebung um den See ist auch trocken. Pokémon-Logik. Umwerfend. Ja, die Pokémon-Logik ist umwerfend. Warte mal, es gab doch, glaube ich, eine Stelle? Ja, genau. Alter, da häufen sich die Carpador. Oh mein Gott. Wie sie wenigstens alle schön so in einer Reihe hier hingelegt wurden. Ey, warst du das? Nicht mal wir haben eine Verwendung für Carpador. Wer hat schon eine Verwendung für Carpador? Mehr Liebe für Carpador. Ich meine, aus dem Vieh wird ein Garados. Die reinste Zerstörungsmaschine. Wir haben die Team Galaktikbombe gezündet, ja. Nur die Galaktikbombe. Ihre Sprengkraft war enorm. Im Grunde gesetzt habt ihr eigentlich nur den See trocken gelegt. Wenn die Sprengkraft wirklich so enorm war, dann hätte eigentlich noch nicht nur der See, sondern die ganze Umgebung einfach weggefetzt werden müssen. Bisschen hättest du ruhig auch noch wegfetzen können.
Ich weiß noch, ich habe ja mal erzählt, dass ich zur Diamant-Perl-Zeit gecheatet habe. Und Diamant war ja meine Main-Edition, also meine Hauptedition. Und ich weiß nicht, irgendein Cheat, den ich mal eingegeben habe, der ist so ein bisschen nach hinten losgegangen. Ich war ja mit der Story schon, ich war ja mit allem fertig im Spiel. Und nach dem Spiel, ich denke, ich kann es ruhig schon sagen, nach der Hauptstory ist der See ja wieder mit Wasser gefüllt, also ganz normal wieder. Nur als ich diesen Cheat aktiviert habe, war der Cheat, hat der Cheat dafür gesorgt, dass der See wieder trockengelegt war. Also als ob Team Galactic hier wieder eine Bombe gezündet hätte. Und ich konnte es nicht mehr rückgängig machen. Der See war so gesehen, also für immer, trockengelegt. Das ist so richtig scheiße. Also der Cheat ist wirklich ganz schön nach hinten losgegangen. Wenn eins von Carpador golden ist, überlegen man es sich zweimal, ob es wertlos ist oder nicht. Ja. Habe eben nachgesehen, Straptor lernt Sturzflug hier, wie auch schon in Gen 4, auf Level 49. Ah, nee. Dauert es ja nicht mehr so lange. Sturzflug, so eine mächtige Flugattacke, aber auch selbstzerstörerisch. Mit Staraptor so krass durch die Pokémon von Team Galactic durchsweepen. Also ich merke schon, ihr habt so irgendwie so ein Fable für Papinella und Pudox. Kann das irgendwie sein? Grr, grr. Jetzt war ich es, der eine Abreibung kassiert hat. Aber hey, keine Sorge, ich habe hier was für dich. Was denn? Eine Nackenklatsche. Ach ja, die gute alte Nackenklatsche. Was mit dir, Typi? Soll ich dich mal nach rechts werfen? Was machst du hier? Gehörst du zu diesen Nulpen, die dumm genug waren, sich für die Wache am Eingang einteilen zu lassen? Sag gerade der Richtige, der sich hier fürs Team Galactic eingeschrieben hat. Boah, ist ja auch egal, wer du bist. Das macht eh keinen Unterschied mehr. Jetzt brechen wirklich interessante Zeiten an. Hm? Alle legendären Pokémon werden in unserer Galaktikzentrale in Schleite gebracht. Wirklich alle? Also sowas wie Mewtwo, Rayquaza und so weiter? Geil. Muss ich gleich mal bei euch vorbeischneien. Und wer bist du? Die Mission läuft wie am Schnürchen. Da wird der Boss sehr froh sein. Alles für all... Ich merke schon wieder, ich lese schon wieder zu schnell, ohne dass meine Zunge hinterher kommt. Alles für alle und das meiste für Team Galactic. Hat du denn für eine krasse Frise? Dich kenne ich doch! Ach ja, du schaust meine YouTube-Videos? Du bist das Kind, das sich in Ewigenau in unser Gebäude eingeschlichen hat. Ach so, daher kennst du mich. Pah! YouTube, ja genau. YouTube sollte sich schämen, dass sie sich von einem Balk in die Knie zwingen lässt. Tja, willkommen bei YouTube 2021. Bald YouTube 2022. Jeder, der sich Team Galactic in den Weg stellt, muss die Konsequenzen zu spüren bekommen. Willst du mich jetzt übers Knie legen, oder was? Hat da jemand mit so einem Grinsen? Bei so einem möchte ich mich nicht übers Knie legen lassen. Kadabra. Schon schräg, dass Leute in Sinnoh häufiger Papinella und Pudox nutzen als beispielsweise Bomadame oder Mutterpell. Stimmt irgendwie. Bomadame und Mutterpell, das sind ja die Käfer-Pokémon der jeweiligen Generation und sie sind irgendwie bei der dritten Generation hängen geblieben. Brunz.
so. Ich habe nicht wirklich was Effektives. Ich sag's nochmal, mein Team in strahlenden Diamant ist so viel besser und ausgewogener. Die Kommando überhaupt irgendwas drauf? Oh, Toxicroak. Sein Signature-Pokémon. Irgendwie ist es witzig. Toxicroak hat im Anime eine viel hellere Haut, als ob es aussehen würde, als ob es shiny wäre. Aber das war im Anime, glaube ich, kein shiny. Obwohl es die Farbe eigentlich hatte. Stark. Jetzt verstehe ich, wie du uns solchen Widerstand leisten kannst. Tja, da kannst du mal sehen, ne? Selbst ich als Commander kann uns gerade mal etwas Zeit verschaffen. Aber das ist schon in Ordnung so. Ein Kind wie du wird es ohnehin niemals schaffen, gegen den Strom der Zeit, Raum, zu schwimmen. Ohne Unterstützung und ohne unterzugehen, ja. Das vielleicht auch. Team Galactic wird die drei Pokémon fangen, die in den drei Seen schlummern. Und mit ihren Kräften werden wir ein vollkommen neues Universum erschaffen. Mars sollte mittlerweile das Pokémon vom See der Wahrheit gefangen haben. Oh nein,